So, ein neues, total cooles Erklärungsvideo. Unsere heißgeliebte Sachsenbüchse ist jetzt eingefallen. Mensch, der Knöcke hat doch mal gesagt, beim Panzer war doch mal was. Ne? Kaltes Fleisch. Ja, die Nummer habe ich dir mal angedichtet. Das muss so 8 Jahre, 9 Jahre in der Kante her gewesen sein. Ich hatte mit Panzer ja nicht immer ein gutes Verhältnis. Naja, ich hatte eher ein schlechtes Verhältnis. Und da macht man sowas schon mal. Ich habe ja gesagt, ich war früher auch nicht ohne. Ne? So. Interessant an der ganzen Geschichte ist aber folgender Umstand. Die Frau Sachsenbüchse hat doch ein Jahr mit uns hier zusammengesessen, auch mit dem Panzer selber. Die Frau Sachsenbüchse hat ganz vergessen, dass sie ihn, glaube ich, vor Publikum und auch allgemein mehrfach doch angesprochen hat. Was ist denn da dran? Denn wir haben doch diese ganzen alten Jokes und ganzen alten Possen aus unserer alten Vergangenheit damals alle hier durchgekaut. Ja Mensch, kann die sich denn da gar nicht dran erinnern? Oder versucht sie das jetzt irgendwie ganz komisch darzustellen? Machen wir die nächste Nummer. Wenn wir schon so nett zusammen sind. Ist denn jetzt gerade nicht bei der Sachsenbüchse so ein wie sagt man immer, der kleine Mr. X Bums-Containerfahrer? Wer hat denn den Berliner angezickt wegen so einer komischen Geschichte? Wer war denn dazu? Das heißt, jetzt sitzt hier gerade eine Sachsenbüchse zusammen und der Wohnwagenfahrer. Und plötzlich kommen wir wieder zu diesem speziellen Thema, womit man ja Menschen gut vernichten kann. Die Sachsenbüchse hat, wie gesagt, nur eins vergessen. Sie hat über ein Jahr selber dabei gesessen. Alles das, was die jetzt wieder versucht, euch zu verkaufen als irgendwelche, das ist ganz schön, das haben wir x-mal hier schon durchgekaut. Das haben wir x-mal durchdiskutiert. Und die Frau hatte komischerweise nicht ein einziges Mal ein Problem mit oder war von ihrem Wissenshunger nicht gestillt. Im Gegenteil, die war immer ganz zufrieden. Ich find's gut. Ohne Scheiß. Das sind wichtige Themen, da muss man drüber quatschen. Ne? Die Sachsenbüchse war übrigens dann auch die erste, die, nachdem sie ja hier rausgeflogen ist, zu jemand ging, der Kleine da. Der Kleine da. Das ist der, der eine 11-Jährige angetanzt hat. Da war er irgendwie so knappe 40, so in der Kante. Kurz vorher. 11-Jährige. Die wurde später seine Freundin. Ich habe da ja noch 2, 3 Videos gemacht. Die war sich auch nicht zu schade, da bei dem Würstchen reinzugehen beim 3-Minuten-Spritzer. Ne? Also wie gesagt, Sachsenbüchse. Der Plan war gut, aber nicht gut genug. Ne? Schreib du dir mal schön deine Finger wund, das ist wichtig.